Alles, einen wunderschönen Nachmittag. Hier mit euer Moritz Klingig mit von SI Real Estate Mallorca. Wir sind heute hier in einem wunderschönen 5-Sterne-Boutique-Hotel Palacio Can Marques in der Altstadt von Palma. Wir sind hier schön gerade im Innenhof, alles im französischen Stil, wunderschön. Können wir euch wärmstens empfehlen, wenn ihr mal hier nach Palma kommen wollt und wirklich eine schöne Unterkunft sucht, die sehr zentral gelegen ist, dann kommt ihr her und lasst es euch mal gut gehen. Und zwar wollten wir heute mit euch reden über ein ganz sehr interessantes Thema, das sehr, sehr wichtig ist natürlich, wenn man eine Immobilienliegenschaft hier erwerben möchte auf Mallorca. Und zwar geht es also darum, welche einmaligen Kaufnebenkosten denn fällig werden beim Immobilienkauf. Und da ist es also so, grundsätzlich wird unterschieden zwischen der Grunderwerbsteuer und der Mehrwertsteuer. Ja, es ist also vom Fall abhängig der Liegenschaft, in welchem Fall die jeweilige Steuer entrichtet werden muss. Und zwar ist es also so, die Grunderwerbsteuer, die wird grundsätzlich bei Wohnimmobilien fällig, und zwar bei gebrauchten Wohnimmobilien. Ja, und die ist also in Spanien, auf Mallorca ganz besonders, ist diese gestaffelt. Das heißt, man hat also 8% Grunderwerbsteuer bei einem Immobilienkauf bis 400.000 Euro. Dann hat man also von 400.000 bis 600.000 Euro eine Besteuerung von 9% und von 600.000 zu 1 Million Euro eine Besteuerung von 10% und ab 1 Million Euro eine Besteuerung von 11% ab dem jeweiligen Betrag. Das heißt also nicht, wenn man jetzt für 1 Million Euro eine Immobilie erwirbt, dass man jetzt auf diese Liegenschaft 11%, also auf diesem Betrag 11% zahlt, sondern wie gesagt gestaffelt. Das heißt auf die ersten 400.000 Euro 8%, von 400.000 bis 600.000 9%, von 600.000 bis zu 1 Million 10% und über 1 Million eben 11%. Auf den jeweiligen Betrag. Ne? Das ist also einmal so bei gebrauchten Wohnimmobilien, ne? Da wird also diese Steuer eben fällig. Dann muss man natürlich noch unterscheiden, dann gibt es Neubauten, ne? Vom Bauträger, die man eben erwirbt. Da ist also grundsätzlich bei Wohnimmobilien einmal auch die Mehrwertsteuer fällig, die also in der Regel an den Bauträger entrichtet wird, der diese eben ans Finanzamt abführt. Ne? Und da ist es also so, dass 10% ermäßigte Mehrwertsteuer fällig sind bei Wohnimmobilien. Ne? Die also an den Bauträger entrichtet werden, als Finanzamt am Ende. Dann ist es so, also bei Gewerbeimmobilien zahlt man also 21% Mehrwertsteuer. Hier gibt es natürlich auch gewisse Möglichkeiten, diese nicht zu leisten. Also beispielsweise gibt es einen Gesellschaftserwerb, ne, dass man nicht die Liegenschaft selbst kauft, sondern die Gesellschaftsanteile. Das ist also auch sehr, sehr üblich hier auf Mallorca und in Spanien. Und dementsprechend kann man das Ganze also vollkommen legal und steuerrechtlich. Ne? Und dann ist es also so, dass man natürlich auch noch andere Einheiten hat, wie Parkplätze beispielsweise. Bei Parkplätzen ist es auch so, dass die Mehrwertsteuer grundsätzlich fällig wird. Bei einem Parkplatz ist es so, dass 21% Mehrwertsteuer fällig werden, wenn man also diesen Parkplatz einzeln erwirbt. Wenn man also einen Parkplatz in Verbindung mit einer Wohnimmobilie erwirbt, in derselben Liegenschaft, dann ist das also so, dass hier 10% fällig werden, auch für den Parkplatz, weil er eben in Verbindung mit einer Immobilie, mit einer Wohnung oder einem, einer Liegenschaft, einer Wohnimmobilie eben fällig werden. Ne? Das heißt also, ne, das sind die Kaufnebenkosten, die man hat bei einem Immobilienkauf auf Mallorca. Dann hat man also natürlich noch abseits der Steuern hat man die Notarkosten, Anwalts- und den Grundbucheintrag, Registerkosten. Da kann man also grob über den Daumen, also viele Kollegen sagen immer, ja 1%, das ist also gar nicht so hoch. Da muss man sagen, es variiert von Notar zu Notar. Also wir haben beispielsweise einen Notar, ne, da ist das deutlich günstiger, da zahlt man mal 0,5% eben, ne, oder 0,4% sogar, je nach Kaufpreis, das ist auch klar. Und hat da beispielsweise, um mal also eine Benchmark zu nennen, also bei einer Immobilie, die einen Wert hat von 300.000 Euro, da zahlt man mit Anwaltskosten, also nicht nur den Notar, sondern den Notar, Anwalt, der das Ganze mitbetreut und eben die, den Eintrag ins Grundbuch, also die Kosten hierfür, Registerkosten, zahlt man also um die 2.500 Euro. Ne? Also das ist deutlich weniger als 1% und da ist also sogar bereits der Anwalt mit inbegriffen. Ne? Genau, und abseits davon, die Wertzuwachssteuer wird in der Regel vom Verkäufer entrichtet, auch wenn viele Verkäufer versuchen, das auf den Käufer umzulegen, aber das ist nicht korrekt, sondern die wird in der Regel vom Verkäufer entrichtet und das sind eben die Kaufnebenkosten, die man also hat beim Erwerb einer Liegenschaft auf Mallorca. Ne? Und in diesem Sinne hoffe ich, das Ganze war für euch aufschlussreich und ihr seid jetzt etwas besser informiert über die Kaufnebenkosten, die man also, mit denen man eben rechnen muss beim Immobilienkauf auf Mallorca. Ganz wichtiger Punkt hätte ich fast vergessen, den Makler zahlt grundsätzlich der Verkäufer auf Mallorca, ne? Und in Spanien auch, sodass dieser also nicht mehr also es gibt keine Käuferprovision in der Regel, es gibt gewisse Ausnahmen, also bei Bankenverwertung etc., wo der Käufer also direkt den Makler bezahlt, aber in der Regel ist es so, dass der Verkäufer also den Makler, die Maklerhonorare zahlt. Ne? In diesem Sinne hoffe ich, das war für euch interessant.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Nachmittagabend, ein schönes Wochenende. Hoffe, ihr genießt das Ganze und wir schicken euch ja, wir haben viel Sonne. Das seht ihr jetzt zwar nicht, weil wir hier im Schatten sind, in diesem schönen Innenhof hier in dem Hotel Palafica Marquez, aber wir haben sehr viel Sonne heute. In dem Sinne, euch noch ein schönes Wochenende, alles Gute und hasta luego.